Touri 2TV, das Branchenfernsehen. Frau Meier, Sie sind Model, Schauspielerin und Werbeträgerin. Wir sind hier bei den Best Brands. Was ist denn Ihre persönliche Best Brand? So meine Lieblingsmarke, meinen Sie? Ich glaube, das ist tatsächlich Skechers. Ich arbeite mit denen jetzt schon seit 3 Jahren zusammen. Und das war damals auch so ein Wunsch direkt von mir persönlich. Also ich habe auch die Marke angesprochen, habe gesagt, ich glaube, wir passen wirklich gut so zusammen. Und weil ich als Model sehr oft High-Heel-geplagte Füße habe, ist es für mich echt ein Traum, wenn ich in meinem Privatleben bequeme Schuhe anhabe, wo ich so mich fühle, als würde ich auf kleinen Wölkchen laufen. Und es macht einfach Spaß, wenn man dann mit so einer Marke, die man privat mag, auch arbeiten kann. Welche Marken sind für Sie sonst noch relevant? Für mich sind natürlich auch berufsbedingt sehr viele Marken relevant. Also auch als Model ist man natürlich, hat bei jedem Shooting große Designerroben an auf roten Teppichen. Da beschäftigt man sich viel, vor allem mit Fashion-Marken. Aber ansonsten in meinem privaten Leben habe ich auch gerne Marken, die mehr Spaß machen. Wo es nicht immer alles nur teuer und elegant sein muss, sondern wo auch so ein bisschen Lebensfreude fördert. Was für Art von Werbung gefällt Ihnen? Welche Werbung konsumieren Sie selber gerne und haben Spaß dran? Ich mag es tatsächlich, wenn Werbespots lustig sind. Das finde ich irgendwie, es gibt so manche Sachen, die bleiben einem auch über Jahre im Kopf. Also ich habe letztens mal einen Werbeblog auf YouTube angeschaut aus dem Jahre, ich glaube 1992 oder sowas. Da gab es so einen kompletten Werbeblog. Und das sind dann manchmal so Spots, wo man sagt, man hat die einfach nicht vergessen. Man weiß auch ganz genau, wie oft es lief und so. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man irgendwas hat, was hängen bleibt bei den Menschen. Können Sie sich an den ersten Werbespot erinnern, der bei Ihnen richtig Emotionen hervorgerufen hat, wo Sie sagen, in meiner Jugend habe ich gerne mitgesungen bei dem Spot? Oder was sind so Spots Ihrer Jugend, die Sie sich erinnern? Das ist schwer. Also ist zum einen, wo ist der Deinhard? Also aus irgendeinem Grund diese Frau, die, keine Ahnung, wo sie drauf hat, auf eine Trommel oder auf irgendwas, wo sie den Deinhard unbedingt will, ist irgendwie hängen geblieben. Aber das habe ich jetzt nicht als Kind aktiv konsumiert, weil ich ja keinen Alkohol getrunken habe. Ich fand die Werbung lustig. Hat die dann gewirkt bei Ihnen, die Werbung? Haben Sie später Deinhard lieber getrunken als anderen Sekt? Ich glaube, ich habe den noch nie getrunken. Ich kenne nur die Werbung. Oder so dieses Spülmittel, wo diese ganzen Dörfer abspülen. Da war da ja dann dieser Vergleich, die einen haben saubere Teller und die anderen nicht. Villa Riba und Villa Bajo. Genau. Also sowas, das sind so Sachen, die kennt einfach jeder auch noch. Auch Menschen können Marken sein. Haben Sie einen Tipp, wie ein Mensch sich als Marke vermarkten muss? Ich glaube, wenn man wirklich Menschen ansprechen und bewegen will, sollte man immer versuchen, man selbst zu sein. Das ist, glaube ich, wichtiger, als sich zu überlegen, was kommt gut an, wie sollte ich sein, was könnte ich darstellen. Das, glaube ich, ist dann immer irgendwie so verkrampft und aufgesetzt. Wenn man wirklich man selber ist und sich treu bleibt, ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Sie selber sind ja eigentlich Mathematikerin, Studierte, wenn ich mich da richtig erinnere. Haben Sie das komplett aufgegeben jetzt für die Berufe Model, Werbeträger, Schauspielerin? Ja, leider. Also ich hatte irgendwann die Wahl, das Studium fertig zu machen oder quasi in die Medienwelt zu gehen. Beides gleichzeitig hat leider zeitlich nicht funktioniert. Also ein Mathematikstudium ist auch ein Fulltime-Job einfach. Das kann man nicht so nebenbei mal irgendwie machen. Und ich habe mich dann entschieden, jetzt erstmal Schauspielen, Modeln, die Richtung zu gehen. Vielleicht irgendwann, wenn mir das alles zu viel wird, könnte ich mir vorstellen, zurück zur Mathematik zu gehen. Gerade im Moment noch nicht. Und dann sehen wir Barbara Meier als Mathematiklehrerin oder in der Wirtschaft im Programmieren oder Versicherungsmathematikerin? Ja, Versicherungsmathematik fand ich jetzt nie so spannend. Ich glaube eher so Programmieren, Datenverschlüsselung, sowas in die Richtung. Es ist auch mit dem Internet natürlich ein Thema, was immer wichtiger wird. Aber das, glaube ich, fände ich ganz cool. So Codes entwickeln oder versuchen, die zu knacken, sowas in der Richtung.